Ja. Kommen die Steine rein. Und die Kristalle. Bei so. Was kann da weg? Die Dinger brauche ich halt leider. Hier kommt erstmal das ganze andere Krams rein. Wird Zeit, dass ich das mal wieder so durchsortiere. Alle seien wieder Quest-Items. Und ich habe nirgendwo anders mal Traumscherben. Doch da. Oh mein Gott. Hier sind noch Nahrungsmittel. Kann ich noch mitnehmen. An der Werkbank verzaubern. Okay. Anna. Und da oben steht es immer noch. Könntest du mir helfen, yep. Und einmal geben. Oh, mein Ring, er sieht so magisch aus. Ich habe ihn verzaubert, genau wie Merlin gesagt hat. Dankeschön. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, es Christoph zu zeigen. Wenn er seine Erinnerung nicht zurückbringt, dann wird es nicht schaffen. Dann wird er es nicht schaffen, so. Wie Anna Christoph den Ring zeigt. Dafür müsste Anna aber erstmal hier wieder weggehen. Und hinterher rennen. Ah, da. Ich frage mich, wie lange ich für ihre Questreihe noch brauche. No. Happy End. Oh Gott. Wer soll das denn lesen? Oh. Der Popo von Donald. Hallo, ich muss mit dir reden. Du hast es geschafft. Der Zauber hat Christophs Erinnerung zurückgebracht. Danke, danke, danke. Doch halt, ich habe noch eine Frage. Welche? Weißt du eigentlich, wie toll du bist? Ich habe nur versucht zu helfen. Genau das macht dich so toll. Ich kann gar nicht aufzählen,
wie oft du dem Dorf oder Christoph und mir geholfen hast. Ich werde jetzt ein paar neue Erinnerungen mit Christoph erleben. Wir sehen uns bald wieder. Scheinbar auch ihre letzte Aufgabe. Und dann wäre Anna fertig. Das versuchen wir nochmal. Wie gesagt, das ist verbuggt. Da brauche ich Tintenfische und Aquamarinen. Bis morgens warten. Da muss ich 30 Jahre drauf warten. Da muss ich auf Regen warten. Das hier würde ich hinkriegen. Gut. Anna, wo bist du schon wieder hin? Oh Gott, rennt die mir hier schon wieder davon? Dann hätte ich 3 Charaktere heute fertig. Sollen wir was zusammen unternehmen? Bin mir nicht sicher. Ich mache mir Sorgen um Elsa. Sie war in letzter Zeit sehr frustriert. Was ist los? Erzähl mir alles. Ich schätze, die Dinge in der Höhle laufen nicht so, wie sie es gerne hätte. Und sie hat doch keine Lösung gefunden. Elsa wird still, wenn sie aufgebracht ist. Und sie neigt dazu, dann alleine loszuziehen. Ich habe mir überlegt, dass wir etwas tun können, um sie daran zu erinnern, dass es da draußen viele Menschen gibt, die für sie da sind. Ein Geschenk? Ein Geschenk, das ist eine großartige Idee. Wie wäre es mit etwas, das Elsa an eure gemeinsame Kindheit erinnern würde? Wow. Das wäre perfekt. Ich habe ein Buch mit Porträts von unserer Familie in meinem Haus. Lass es uns holen. Ja, da gibt es dann das tolle Kleid. Sehr schön. Ja, dann machen wir das noch. Und dann wechseln wir zur Planet Zoo. Habe ich zwar nicht alles geschafft, was ich wollte, aber einen Großteil. Ja, diese blöde Quest hier hindert mich ja gerade am Vorankommen. Vielleicht sind meine Kürbisse bis dahin ja fertig. Ja, nicht verkehrt. Das war der falsche Stein. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier für die Sache auch wieder irgendwas Ekelhaftes sammeln müssen. Ich hoffe nicht. So, da liegt das Buch. Geht mit euren Büchern aber nicht gut um. Und diese Porträts sind genau das, was wir brauchen. Elsa wird so glücklich sein, wenn sie sie sieht. Oh, eine Sache noch. Wir sollten ihr einen Kuchen backen. Einen Schokoladen-Geburtstagskuchen. Hat sie Geburtstag? Nein. Aber deshalb wird es für sie so eine Überraschung sein. Ich möchte ihr an 365 Tagen im Jahr sagen, dass ich mich freue, dass sie geboren wurde. Und was ist, wenn es ein Schaltjahr ist? Was ist denn mit dem... Egal. Du bist eine tolle Schwester. Danke, ich versuche es zu sein. Na gut, ich werde einen Geburtstagskuchen für Elsa backen. Um ihr zu zeigen, dass wir uns das ganze Jahr über um sie kümmern. Großartig. Hier, nimm dieses Rezept, damit du weißt, wie du ihr Lieblingsessen zubereiten kannst. Bitte gib ihr auch das Buch der Porträts. Ich werde noch an ein paar weiteren Ideen arbeiten, damit wir Elsa so lange feiern können, wie sie es braucht. Ich bin nicht sicher, ob Elsa der Mensch dafür ist. Das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Geburtstagskuchen. Oh, habe ich sogar alles für da. Sehr gut. Das ist wunderbar. Hallo, Goofy. Brauchst du etwas vom Markt? Dann kommt halt von zu mir. Nein, ich brauche nichts vom Markt. Ich muss gerade selbst erstmal was herstellen. Geburtstagskuchen.
So, und wo ist Elsa? Wenn ich da bin, ist sie weg. Nee. Oh. Hast du kurz Zeit zu reden? Ja, yep. Hier, guck mal, ich habe da was für dich. Ich glaube, in einer halben Stunde müssten die Kürbisse da sein. Eventuell. Was ist das? Es ist ein Geschenk für dich von Anna und mir. Ein Geburtstagskuchen? Aber es ist gar nicht mein Geburtstag. Ja, aber Anna wollte ihn dir trotzdem geben, weil sie dich 365 Tage im Jahr liebt. Wow. Das klingt nach Anna. Ich bin froh, sie als Schwester zu haben. Sie hatte noch ein Geschenk, das sie dir geben wollte. Hm. Oh, was ist das? Ein Buch der Porträts? Das sind wir. Es sind Zeichnungen unserer ganzen Familie, seit wir klein waren. Anna und ich haben Schneemänner gebaut und dann hat Alf, der Hofmaler, daneben mit unseren Eltern gezeichnet. So schön. Danke, dass du mich an meine Familie und an einen meiner liebsten Momente erinnert hast. Ich werde daran denken, auch Anna zu danken. Sie findet immer einen Weg, damit ich mich besser fühle. Geh hier hin, geh dorthin. Anna ist jetzt wieder da unten. Kann die Frau nicht einfach mal bei mir bleiben? Sollen wir was zusammen unternehmen? Wie ist es gelaufen? Sie hat es geliebt, Anna. Sie hat Tränen in den Augen. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Sie sagte, die Zeiten, in denen ihr zusammen Schneemänner gebaut habt, gehörten zu ihren Lieblingserlebnissen. Das klang für mich, als würde sie es vermissen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Lass uns einen Schneemann für Elsa bauen. Nein. Sie hat mir damit immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich ihr den Gefallen erwidere. Ich kann es kaum erwarten, ihr Gesichtsausdruck zu sehen, wenn sie das sieht. Doch bitte nicht, Olaf. Warte, ich habe eine andere Idee. Wir werden nicht nur einen Schneemann bauen. Nein. Sondern eine Schneefamilie. Einen für mich, einen für Elsa und zwei für unsere Mutter. Und die heißen alle Olaf. Und unseren Vater. Wir brauchen Kieselsteine. Nein. Für die Augen und Münder. Trocknes Holz für die Arme. Nein. Stoff, damit wir Mützen und Schals machen können. Nein. Anna, willst du? Wir wollen ja nicht, dass ihnen kalt wird. Die Nasenkarotten. Das ist ein Klassiker. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas vergessen. Nein, hast du nicht. Schnee. Das war, siehst du, du weißt, was du tust. Wir halten uns bald wieder, ja? Also am Stopp wird's hapern. Am Stopp wird es hapern. Sonnige Ebene. Wenn ich es nicht kaufen kann, dann krieg ich einen Rappel. Eine Karotte wird kein Problem. Schneebälle glaube ich auch nicht. Ich kann zumindest die Samen kaufen. Na, wie geht's? Yeah. Ich kaufe lieber nochmal mehr. Wer weiß, wie viel für Stoff brauche. Und wie lange? 25 Minuten. Okay. Ui, ich krieg ja auch Leben her. Nett. Hat ja wenigstens etwas Gutes. Also Leben gibt es scheinbar nicht nur im komischen Sumpf. Ich muss ja wenigstens auch was Gutes haben.
Also mindestens noch 30 Minuten warten, bis ich diese doofen... Oh, Kieselsteine habe ich schon mal ein bisschen was. Bis ich diesen doofen... Umwelt-Gedönste habe. Oh, Kieselstein habe ich fast vollständig. So. Mach ja mal fix. Falls es nicht reichen sollte, pflanze ich jetzt gleich die nächste ein, aber dann sind die schon mal wenigstens in der Mache. Aber erstmal wieder das nächste Feld. So, während wir darauf warten, gehe ich einmal zu meinem Haus, gucke, ob ich die Sachen habe. Schneeball. Karotten müsste ich oben auf jeden Fall haben. Das ist jetzt die Frage. Wo? Ja. Da
Da ist doch ein Tintenfisch. Gut, ich habe doch Tintenfisch gefunden. Oh, ich brauche noch einen Tintenfisch. Und immer noch drei Aquamarine. Huch. Nein. Schneebälle habe ich immer noch nicht genug. Kieselsteine. Okay. Fehlt also nur noch Stoff. Jetzt heißt es warten. Und während wir warten, suche ich weiter nach Aquamarinen. Gucke einmal kurz, ob unten wieder Tintenfische sind. Ob uns bei Janas Boot irgendwas dergleichen mitgebracht hat. Ich hoffe es. Nein! Nichts dergleichen. Keinen Tintenfisch. Fälscherstein. Oh Gott, aber drei habe ich jetzt. Fehlen nur noch zwei. Fehlen nur noch zwei. Wenn ich einen vorhin nicht verkauft, wäre es nur noch einer. Ich muss gießen. Mangiare. Ne? Wie das sehe ich? Mangiare. Ja, ansonsten habe ich noch das von gestern. Das ist sauber. Ist gut. Ein schicker Hut. Ist gut. Mhm. Kann man essen? Ja. Mein Engel. Danke, mein Schatz. Wie lange bist du noch wach? Ich muss noch ein bisschen das was schaffen.
Jung. Wie, es regnet jetzt. Nee, es wird neblig. So. Habe ich alle? Ich habe alle. Wunderbar. Schön im Nebel hier. Wenn es wenigstens regnen würde, würde ich bei der anderen Quest viel immer weiterkommen. Brauche eigentlich nur diesen einen Stein, beziehungsweise zwei Steine sind es ja noch. Wir kommen einfach nicht. Da ist der falsche drunter. Und für den Rest muss ich, wie gesagt, warten. Frag mich, wann die Kürbisse kommen. Müssten eigentlich wieder soweit sein. Bei. Gerade bereue ich, dass ich so viele Steine verkauft habe. Gut, ich kann aber in der Zeit die Sachen für Ariel holen. Das geht auch. Donuts Haus ist nämlich hier. Mein Inventar ist voll. Hm.
Einmal. Nee, heute werde ich glaube ich nicht mehr mit Regen gesegnet hier drin. Und nicht mit blauen Steinen. Dann sammle ich nebenbei jetzt noch Eisenerz. Wie haben wir? 18. Erst, ich brauche 30 Eisenbarren. Große Mahlzeit. Kann Ewigkeiten dauern. Ich muss ihn noch mal gießen. So. Puh. Wäre schön, wenn ihr wachsen würdet. Dann könnt ihr nämlich endlich die Quest fertig machen. Ich habe für dich, glaube ich, nicht das Richtige. Smaragdfarbener Nektarvogel. Was brauchtet ihr nochmal? Smaragdfarbener. Grüne Passionslilie. Zumindest ist das seine Lieblingsspeise. Okay. Habe ich gerade nicht dabei. Geh jetzt mal in die eisigen Höhen, aber nicht deswegen.
Muss nicht nur. Okay, das wäre die. Friedliche Wiese. Nee, falsch, hier will ich nicht hin. Wir wollen hier hin. Hier. Hier Dinger kann ich herstellen. Nice. Fünfmal Baumwolle brauche ich. Das reicht niemals, was ich da habe. Wobei könnte, wenn ich... Mickey! Ihr braucht den mal. Liebe, schöne, sonnige Tage. Seit wann hat Mickey Goofy Stimme? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Eigentlich. Gut. Ich so weiter nach dem Steinchen. Diese Kohle brauche ich so langsam nicht mehr. Kann ich auch bald verkaufen. Elsa. Nummer 4. Einer noch. Ein Aquamarin noch. Okay. Dann drückt mal die Daumen, dass hier unten jetzt einer ist. Nein, das ist der falsche. Sind auch die falschen. Ganz normaler Blaustein.
Komm, ist wenigstens ein Tintenfisch jetzt da. Nö. Also mir kann keiner erzählen, das war 25 Minuten. Das dauert länger. Das sind mehr als 25 Minuten. Meine guckt die ganze Zeit jetzt schon auf die Zeit. 25 Minuten, ja nee, ist klar. Genauso wie die Kürbisse schon lange erscheinen müssten. Tun sie nur nicht. Gut, dann stell ich mich da jetzt einfach neben. Warte. Und wir essen. Also ich. Sind da. Perfektes Timing. Oh. Hallo, Kumpel. Gut, da sind aber zumindest meine Kürbisse verbackt. Ja, bei denen sind 4 Stunden nämlich auch schon um. So, den Fisch verkaufe ich jetzt auch einfach mal. Hab halt hier keinen Platz mehr drin. Wir sehen uns. So. Alles schön mit einsammeln. Ich hoffe, das reicht für die 8 Stoffdinger da. Sonst schreie ich. Nein. So. Bist du fertig, Miki? Danke. Oh. Stoff. 20. Machen wir, weil Stoff brauchen wir immer. So, Anna? Lass mich raten. Sie ist immer noch bei Dagobert im Haus. Ich würde ja sagen, sie ist shoppingsüchtig, aber da ich ja das leer gekauft habe, kann es das eigentlich nicht sein. Servus. Hallo. Das ist alles, was wir brauchen, um die Schneefamilie zu bauen. Ich denke, für den nächsten Schritt wird eine Werkbank benötigt. Also überlasse ich das dir. Ich dachte an den... Also, wo soll ich sie aufstellen? Ich dachte an den Wald der Tapferkeit. Vielleicht in der Nähe der Eishöhle. Sei denn, du hast eine bessere Idee. Wenn du die Schneefamilie aufgestellt hast, hole ich Christoph und Elsa, damit du ein Foto von uns allen machen kannst. Vielen Dank. Mhm.
Die Schneefamilie. So. Lass mich raus. Dann Schneefamilie. Ach du grüne Neune. Überhaupt nie in die Kamera gucke. Was zusammen unternehmen? Hey, du bist hier. Das war unglaublich. Wir haben Elsa an unsere schönsten Kindheitserinnerungen erinnert. Und einige neue geschaffen. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass wir noch viele Abenteuer zusammen erleben werden. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin so froh, dass du hier in Dreamland Valley bist, Anna. Ich auch. Du hast es zu einem so besonderen Ort gemacht. Hier, ich möchte dir das hier geben. Als Zeichen dafür, wie viel du mir bedeutest. Ja. Schön. Kleid. Oh mein Gott. Bald die Arme etwas zu muskulös dafür finde. Oh mein Gott. Das Kleid ist so schön. So, damit habe ich Anna auch fertig. Die Aufgaben neigen sich dem Ende. So langsam. Wie gesagt, Wally ist eigentlich auch nah am Ende. Aber wie gesagt, geht ja leider nicht. Alles andere machen wir dann am Donnerstag. Jo. Speicher nehme ich einmal. Kürbisse kommen eh nicht mehr. Da warte ich jedes Mal drauf. Egal. Mm.